Das ist Folge 966. Willkommen zu Unternehmer bis in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Hane, Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um mehr Zeit für die Liebe. Unternehmensstrategien für mehr gemeinsame Aktivitäten. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, was Zeit wirklich bringt. Zweitens, wie du deine Prioritäten besser setzt. Und drittens, worum es wirklich geht. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile es mit ihm. Der Link ist raikhane.de/966. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Wie lange hörst du eigentlich schon den Podcast? Ich will ganz ehrlich mit dir sein. Die meisten Unternehmer setzen einfach nicht um. Das liegt nicht daran, dass sie nicht wollen, sondern eher daran, dass es bei anderen immer so einfach aussieht. Oft fehlt die Struktur, das klare Vorgehen. Auch bei uns hat es viele Jahre gedauert, ein so belastbares System aufzubauen. Genau deswegen können wir dir zeigen, wie du es auch schaffst, mehr Zeit für deine Familie, Freizeit und Fitness zu haben. Da du schon lange den Podcast hörst, möchte ich dir ein Angebot machen. Lass uns doch einfach mal 15 Minuten locker über deine aktuelle Situation sprechen. Und dann schauen wir, wo du aktuell den größten Hebel hast. Wie klingt das für dich? Das Ganze ist natürlich kostenfrei. Und wenn du endlich einen Schritt weiter in Richtung Umsetzung machen willst, dann lass uns sprechen. Geh dazu auf raikhane.de/austausch und buch dir deinen Termin. Da die Termine oft schnell vergriffen sind, empfehle ich dir, dass du deine Chance jetzt nutzt. Deswegen raikhane.de/austausch. Buch dir deinen Termin und dann unterhalten wir uns. Willkommen zu dieser Episode. Ja, wenn du das Wort Unternehmertum hörst, Unternehmensstrategien, dann sind wahrscheinlich die ersten Dinge, die du im Kopf hast, wie du deinen Gewinn steigern kannst, wie du noch effizienter wirst, wie du mehr Mitarbeiter findest, Marketing, Vertriebsstrategien. Und wenn du jetzt sagst, okay, jetzt nimmst du dieses Wort Liebe mit dazu. Was macht das mit dir? So, ich finde es nämlich ganz spannend. Gerade bei uns Unternehmern ist das ganze Thema Liebe, Partnerschaft und gemeinsamer Austausch etwas, was gefühlt komplett tabuisiert wird. Es wird immer irgendwie so getan, als hätten wir gar keine Partner. Aber irgendwo müssen die Kids und die Familie ja auch herkommen. Das heißt, warum wird das Thema so ausgespart? Und ich möchte mit dir einfach mal reingehen und ein paar Themen herauskristallisieren, ob es vielleicht zu wenig Zeit ist, die du aktuell in einer Beziehung steckst und vor allem, was du machen kannst, um mehr Zeit für deinen Liebsten zu haben. Denn wenn wir jetzt mal zurückschauen, jeder kann das ja mal für sich persönlich kurz machen. Wie lange bist du eigentlich schon Unternehmer? Wann hast du deinen Gewerbeschein in die Hand genommen? Wann hast du die Selbstständigkeit aufgenommen? Wann hast du gesagt, hey, ich mache das jetzt auf eigene Rechnung? Und in welchem Beziehungsstatus warst du damals? Und häufig ist es interessant, dass erst die Beziehung da war und dann das Unternehmen. Das habe ich relativ häufig erlebt bei unseren Kunden. Das heißt, dein Partner oder deine Partnerin kennt dich noch aus einer Zeit, wo du noch nicht in deinem aktuellen Gewerk tätig warst. Wie hast du dich aber als Mensch seitdem verändert? Wie hat sich deine Zeit seitdem verändert? Ja, also auch das Zeitbudget, das Zeitkontingent, was du zur Verfügung hast. All diese Punkte haben sich ja verändert über die Zeit. Aber natürlich hat sich auch dein Partner, deine Partnerin verändert. Und diesen Sachen mal so ein bisschen Rechnung zu tragen, finde ich extrem wertvoll in dieser Zeit. Der erste Part, der für mich da irgendwie so auch als erstes in den Kopf kommt, ist diese berufliche Verpflichtung, die du momentan hast. Und egal, ob du jemand bist, der relativ viel arbeitet, mit 50, 60, 70 Stunden, egal, ob du 20 Stunden die Woche arbeitest, darauf kommt es nicht an. Die Frage ist doch einfach mal, wenn du diesen zeitlichen Rahmen hast, wie viel Zeit bleibt dann für deine Beziehung überhaupt noch übrig? Wie viele Stunden pro Woche kannst du aktiv mit deiner Familie, mit deinem Partner, deiner Partnerin verbringen? Und ich finde es extrem interessant, wenn du dir das mal aufschreibst. Ja, und wir verpflichten unsere Leute ja auch, unsere Unternehmerkader-Teilnehmer zu einem regelmäßigen Wochentracking, wo du genau diese Zeiten auch siehst. Und wenn du mal überprüfst, wie viel Zeit hast du dort tatsächlich, ist diese Zeit ausreichend aus deiner Sicht, um eine qualitativ und quantitativ gute Beziehung zu führen? Habt ihr genügend Zeit, Dinge mal anzusprechen, Konflikte auch mal auszuräumen? Ist genügend Energie da, um auch mal was Schönes gemeinsam zu machen? Oder sind es eher passive Aktivitäten, denen ihr nachgeht, dass ihr euch einfach hinsetzt und irgendwelche Streamingdienste euch reinzieht oder euch ja einfach irgendwie beschallen lasst oder irgendeine andere Quelle? Das heißt, allein für sich überhaupt mal festzuhalten, wie viel Zeit verbringe ich überhaupt realistisch mit meinem Partner? Wie viel Nettozeit ist das auch? Das heißt, wo es keinerlei Ablenkung gibt. Und meistens ist das Ergebnis, was die Unternehmer dann haben, sehr, sehr ernüchternd. Die allerwenigsten haben da mehr als 1 bis 2 Stunden pro Woche. Die wenigsten kommen in diesen Bereich rein. Die allermeisten hingegen stellen fest, wenn sie diese Erhebung zum allerersten Mal machen, dass die reine Nettozeit, wo es um gemeinsame Aktivitäten geht, teilweise weniger als 1 Stunde pro Woche beträgt. Und ich persönlich finde das sehr, sehr schade, weil du kannst ja die Frage stellen, wie lange kann eine Beziehung gut gehen, wenn die Zeit auch einfach nicht da ist? Wie viel Wertschätzung kannst du einer anderen Person denn überhaupt zuteil werden lassen,
wenn du permanent immer nur aus dem Topf rausnimmst, aber auch nicht zurückgibst. Das muss jeder einfach mal für sich überprüfen. Das, was ich für meinen Teil einfach sagen kann, ist, es gibt Saisonalitäten, es gibt Phasen, wo es einfach schwieriger ist. Es hat manchmal auch mit dem Geschäft zu tun, in der Gastronomie, in den Bauhandwerken. Egal wo, gibt es immer. Aber dann ist doch vielleicht auch schlau zu schauen, wann ist diese Phase etwas abgemildert, abgeschwächt und wie nutze ich dann entsprechend meine Zeit. Das heißt, hier auch einfach die Priorität ganz klar zu legen, sagen, hey, ja, ich kann diese Phase gerade nicht ändern. Ja, im landwirtschaftlichen Umfeld, wenn dort einfach jetzt gerade Erntephase ist, ja, dann ist das auch einfach mal lang. Ja, dann geht das morgens um 4 raus auf den Acker und dann ist man abends um 9 wieder da. Dann ist man buchstäblich den ganzen Tag unterwegs. Wenn man noch ein kleines Unternehmen hat und noch nicht die Ressourcen. Vollkommen okay. Aber die Erntephase ist vorbei. Und was passiert danach? Da arbeitet man nicht mehr in diesem Stundenkontingenten. So. Und da muss man natürlich auch die Zeit zurückgeben, muss die Zeit sich gemeinsam wiederholen und schauen, was habe ich vorher aus dem Topf genommen. Sicherlich ist das jetzt gerade ein Extrembeispiel, aber es verdeutlicht dir sicherlich mehr, wo du deine Prioritäten entsprechend setzt und vor allem, wie du es schaffst, fokussiert auch an deiner Beziehung zu arbeiten. Denn nochmal, die Grundlage einer jeden Beziehung ist einfach erstmal gemeinsame Zeit. Man kann voraussetzen in der Verhaltenspsychologie, wenn es 2 Menschen gibt, die sich irgendwann mal sympathisch waren, und es da eine Basis gibt, eine gemeinsame Basis, die vielleicht unter jetzt vielen Dingen vergraben ist, diese Menschen wieder Zeit miteinander verbringen, dann entflammt da etwas. So wie ein kleines Feuerchen, es kann ein brennendes großes Feuer sein, das dann vielleicht noch eine kleine Glut hat, dann musst du einfach genügend Brennmaterial wieder draufpacken, ein bisschen pusten und zack, siehe da, entflammt wieder ein stattliches Feuer. Und genau darum geht es. Pack einfach genügend Material drauf, gib hin und wieder mal ein bisschen Pusten dazu, gib einfach dem Feuer ein bisschen Sauerstoff und du wirst sehen, ruckzuck geht es über gemeinsame Aktivitäten, über gemeinsame Zeit, über gemeinsame Priorität. Für beide Seiten viel, viel besser und ihr werdet eine ausgeglichene Beziehung haben. Und natürlich ist mir klar, dass nicht jeder von euch jetzt sagt, ja okay, dann lasse ich jetzt mein Unternehmen einfach stehen und liegen und verbringe einfach nur noch Zeit zu Hause. Vollkommen klar. Du hast vielleicht noch nicht die Strukturen und hast das System noch nicht so gebaut, wie du es haben möchtest, um mehr Zeit mit deinem Liebsten zu verbringen. Kein Problem, komm zu uns, können wir dabei helfen. Und wenn du sagst, naja, jetzt brauche ich aber überhaupt erstmal einen Impuls, dann sorge wenigstens dafür, dass die Zeit, die du schon zur Verfügung hast, dann auch qualitativ gut genutzt wird. Das heißt, wenn du schon wenig Quantität hast, das heißt, die Anzahl an Stunden sehr gering ist, dann sollte wenigstens die Zeit, die ihr miteinander verbringt, sehr, sehr hoch sein. Und da kann ich dir einfach nur empfehlen, wie wir das machen. Vor allem geht das über gemeinsame Rituale. Es gibt einfach viele feste Rituale, die uns als Familie auch sehr, sehr cool irgendwie zusammenhalten. Das heißt Sporttermine, ja, oder dann auch entsprechend gemeinsames Essen. Das sind einfach Highlights, wo wir sagen, ja, Sonntagvormittag gibt es einfach Pfannkuchen. Das wird sich von den Kindern auch schon eingefordert. Ja, dann gibt es auch mal einen Kinoabend. All diese Dinge sind mittlerweile recht vorhersehbar, aber sind auch Anlaufpunkte und es sind kleine Highlights. Es sind Dinge, worauf man sich einfach auch freuen kann. Und selbst sich diese Highlights zu schaffen und zu sagen, hey, ich kümmere mich in dieser Zeit nochmal intensiver um das ganze Thema. Ich muss mich auch ja ein bisschen vorbereiten, ich muss mich dazu zwingen, nicht nur irgendwie blöd da zu sitzen, sondern ja, mal eine coole Aktivität irgendwie mit den Liebsten zu unternehmen. Das reicht doch häufig schon aus. Und wenn es in deinem Kalender steht, wenn du die Sache ernst nimmst, dann wird es auch automatisch besser funktionieren. Das heißt, allein einen Terminblocker zu machen, wo es heißt, hey, da bin ich unterwegs, hier nehme ich mir ausschließlich Zeit für die Kids, für die Familie, für meine Partnerin, das reicht aus. Mehr ist es nicht. Es ist so simpel. So, das Wichtige ist einfach nur, Disziplin zu haben, auch in dieser Struktur zu bleiben. Nicht mehr, nicht weniger. Und was mir immer wieder auffällt, ja, und diesen Punkt kann ich wirklich nicht genügend hervorheben, du musst ihn dir nochmal absolut vergegenwärtigen. Diese Unternehmerreise, die du eingeschlagen hast, bedeutet, dass du ganz, 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 ganz viele Themen parallel hast. Aber bei deinem Partner und deiner Partnerin ist es doch nicht weniger. Es ist genauso anstrengend, zurückzustecken, vielleicht die eigene Karriereerwartung herunterzuschrauben, zu sagen, hey, ja, es ist der Deal. Du bist der Unternehmer oder die Unternehmerin und ich kümmere mich eher um die ganzen anderen Sachen. Man musste einfach für sich ein Level haben, weil was nicht funktioniert ist, dass eine Person die ganze Zeit nur Vollgas gibt und die andere nur zurücksteckt. Und es gibt manchmal Charaktertypen, die sind so, dass sie sagen, ja, ich stecke immer nur zurück. Aber es ist nicht gesund. Ich kann es dir wirklich sagen. Wir haben so viele Unternehmer mittlerweile betreut und ja, wir gehen auch in solche Themen rein. Und ich kann dir sagen, es ist nicht gesund, wenn der Unternehmer oder die Unternehmerin permanent sich entwickelt, zu Seminaren geht, Veranstaltungen besucht, immer nur Vollgas gibt, ja, dann noch seinen Sport als Ausgleich hat. Aber die Person, die sich dann darum kümmert, dass zu Hause die Strukturen stimmen, dann keine Freiheiten hat. Das heißt, es ist verdammt nochmal deine Pflicht, dort auch für Ausgleich zu sorgen. Und wenn du das jetzt über erweiterte Kinderbetreuung lösen musst, über Aktivitäten, was auch immer, gib dieser Person, die bei dir zu Hause ist, die du irgendwann mal lieben gelernt hast,
auch entsprechend ihren Raum. Und da musst du wirklich sehr, sehr stark darauf achten. Nicht jeder ist in der Lage, das zu formulieren, sich einzufordern. Ist meine Frau zum Beispiel auch nicht der Typ für, aber deswegen habe ich sie in Anführungsstrichen in die Freizeit gezwungen. Es gibt einfach feste Termine bei uns, wo es heißt, es ist mir egal, was du machst, aber du bist einfach nicht zu Hause. Wir wollen zu diesem Zeitpunkt keine Zeit mit dir verbringen, sondern es ist deine Aufgabe, dich mit der Mädel zu treffen, Sport zu machen oder selbst wenn du nur spazieren gehst. Vollkommen egal. Wichtig ist einfach, es ist erzwungene Me-Time und früher mussten wir das sicherlich noch etwas durchdrücken. Mittlerweile ist dann, ja, ich bin ja eh nicht da, ich bin unterwegs und das ist auch vollkommen okay. Und das musst du auch einfach regelmäßig schaffen. Genauso, wenn du jetzt ein Wochenende unterwegs bist auf einem Event, dann musst du natürlich gucken, wie sieht das nächste Wochenende aus. Und ja, dann ist es einfach mal deine Pflicht, entsprechend auf die Kids aufzupassen und dich um alle Sachen zu kümmern, während deine Frau oder dein Mann dann entsprechend selber ihren Dingen nachgeht. Vollkommen okay. Solange ihr gemeinsam ein Agreement habt, solange ihr eure Prioritäten gemeinsam setzt, funktioniert das auch. Und dieser Punkt ist mir besonders wichtig, deswegen will ich noch einmal verdeutlichen. Wenn beide Seiten die Erwartungen und Vorstellungen transparent machen, ist es viel, viel leichter, sich danach entsprechend auszurichten. Die Schwierigkeit ist, dass die meisten nicht in der Lage sind, das transparent zu formulieren. Insbesondere, weil sich diese Dinge auch verändern. Das heißt, du musst regelmäßig überprüfen, ob diese Sachen momentan noch stimmig sind oder nicht. Das heißt, Dinge, die vielleicht vor 3, 4, 5 Monaten, vor 6 Monaten, vor einem Jahr, vor 2, vor 3 Jahren noch stimmig waren, sind heute vielleicht nicht mehr stimmig. Es ist deine Aufgabe, das anzusprechen, zu klären und zu gucken und auch regelmäßig mal zu überprüfen und nachzufragen, hey, passt das alles so noch zusammen? Wenn es nicht passt, dann musst du natürlich gucken, hey, wie kriegst du das wieder in eine Richtung bewegt, dass es für alle gemeinsam passt. Und jetzt weiter im Text. Deswegen, egal was du als Unternehmer schaffst, egal was du erreichst, egal wie groß du bist, egal wie stark du bist, es gibt immer wieder eine Sache, an der du dich selber messen kannst. Bist du in der Lage, deinen Reichtum auch zu teilen? Gibt es dort eine Person, die ein ähnliches Weltbild hat wie du, eine ähnliche Wertevorstellung, die gemeinsame Interessen teilt, aber auch nicht alle, die dich einfach ergänzt auf deinem Weg, mit der du in der Lage bist, diese Dinge, die du erlebst, auch zu teilen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann hat es häufig einfach nur den Hauptgrund, dass du nicht genügend Zeit dafür zur Verfügung stellst. Ja, das heißt, selbst wenn du Single bist, hat es häufig den Grund, dass du nicht genügend Energie in diese Richtung lenkst. Wenn Beziehungen immer und immer wieder abbrechen nach kurzer Zeit, dann sind es Themen, wo du dir ernsthaft mal die Frage stellen musst, sind die anderen immer so schlimm oder bist du vielleicht das Übel? Egal, wie diese Sache für dich ausfällt, egal, wie du darüber denkst, mach dir einfach klar, Reichtum heißt auch teilen zu können. Und deswegen kläre deine Vorstellung, kläre die Vorstellung auch mit deinem Partner, finde dort einen Konsens und dann werdet ihr auch gemeinsam eine wirklich stabile und fundamental feste Beziehung aufbauen, die über viele, viele Jahre entsprechend auch funktioniert, mit toll laufenden Unternehmen, mit einer toll laufenden Familie. Die Kids werden älter, irgendwann gehen sie aus dem Haus. All diese Etappen warten immer auf uns. Und das ist auch vollkommen normal. Wichtig ist, dass man als Paar auch bestehen kann. Deswegen fassen wir die 3 wichtigsten Punkte noch einmal zusammen. Erstens, schaffe Freiräume. Zweitens, seid gemeinsam unterwegs. Und drittens, unterstützt euch gegenseitig. Wenn du sagst, alles klar, habe ich verstanden, muss ich auf jeden Fall nochmal ran an die Themen. Und ja, gut, dass du es sagst. Geh auf reikane.de/austausch. Lass uns schauen, wie deine aktuellen Aktivitäten im Unternehmen aussehen, wie viel Zeit du tatsächlich zur Verfügung hast. Und ja, wir kümmern uns auch darum, dass du mehr Zeit zu Hause verbringen kannst. Deswegen reikane.de/austausch. Dann sehen wir uns bald. Die Shownotes dieser Folge findest du unter reikane.de/966. Danke, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Damit viel Spaß bei der Umsetzung.